auch ein künstlerischer Vorgang. Das habe ich von dir gelernt. Denken an sich ist schon ein Kreationsakt. Ja klar, Denken ist ein künstlerischer Vorgang. Aber die meisten müssen das überhaupt erstmal begreifen, was das Denken ist. Die meisten denken... Ich habe lange gebraucht. Ja, nein, das ist nicht ganz so unwichtig. Weil ich glaube, darauf kommt es heute, wir leben heute in einem Bewusstseinspunkt, in dem wir uns mal Rechenschaft abgeben müssen, wirklich über die elementaren Kräfte und das, was uns bestimmt, also die Kräfte, mit denen wir überhaupt arbeiten können, also unsere Fähigkeiten und alles das, glaube ich, muss ganz, ganz neu bestimmt werden, wenn wir die meisten Dinge eigentlich nur aus der Gewohnheit und aus der Tradition haben. Und diese Traditionen werden immer brüchiger, die werden immer unzuverlässiger. Die haben gar keinen Saft mehr, die haben keine Energie mehr. Und wir sind in gewisser Weise, glaube ich, in Bezug auf die Begriffe auf eine Art Nullpunkt gekommen. Auf einem Nullpunkt, wo wir alle merken, die ganze Basis, auf der wir uns bewegen, wird brüchig. Überall, wo man hinguckt, hat man den Eindruck, die Basis wird brüchig. Und da stellt sich die Frage nach der Basis. Ganz neu. Und wir stellen fest, dass diese Basis tatsächlich, und das ist ein ganz großes Rätsel, wie sowas möglich sein soll, dass wir diese Basis selber neu begründen müssen. Das heißt, der Begriff des Grundes ist ja der deutsche Begriff für die Basis. Also wir müssen die Basis neu begründen. Wir müssen etwas finden, auf dem wir neu anfangen können. Und dieser Punkt, der sind wir selber. Also das ist eine Geschichte, ich glaube, darüber sich Rechenschaft abzugeben, ist dringend erforderlich, weil wir sonst immer mehr in Fahrwässer reingeraten, die uns von außen vorgegeben sind. Das heißt, die wir nicht selber bestimmen und in denen wir also fremdbestimmt uns nachher darüber wundern, wo wir gelandet sind. Und das ist etwas ganz Furchtbares, weil zum Beispiel die Tiere, die Frösche, von uns erwarten, dass wir endlich mal die Gestaltungsregie übernehmen, also die Gestaltungsverantwortung. Denn die Gestaltungsverantwortung können wir nur unter der Bedingung übernehmen, dass wir uns Rechenschaft geben über unsere eigene Natur im Zusammenhang mit der Natur, die um uns herum ist, und die Frage stellen, welche Verantwortung haben wir überhaupt? Und damit bin ich mitten in der Frage eines Kunstbegriffes, der als allererster ganz neu bestimmt werden muss. Das gilt für alle Begriffe, aber der Kunstbegriff ist ein Ausgangspunkt. Warum? Weil im Kunstbegriff etwas drinsteckt, das uns zutiefst erfüllt als eine Herzensfrage. Das Motto heute ist ja die Frage, und wofür schlägt dein Herz? Das ist ja das Motto unserer Zusammenkunft, unseres Jubiläums. Und wenn man diese Frage mal wirklich ernst nimmt und nicht einfach nur sentimental sagt, na ja gut, also ein Herz haben wir ja auch noch. Und schön ist, dass wir heute Jubiläum feiern, da kommt unser Herz mal zum Zuge. Im Übrigen ist es ja nur angesagt in Bezug auf die Realität, dass wir Profis sind. Und Profis sind ja auch viele von uns, also zum Beispiel die Mitarbeiter von Mehr Demokratie, sind dermaßen die Profis, das ist unglaublich, was ihr alle schon zustande gebracht habt in der kurzen Zeit. Aber wichtig ist eben dabei, und das ist eine ganz tolle Kombination, es ist ja kein Zufall, dass man ausgerechnet mich jetzt gebeten hat, heute hier die Rede zu schwingen, wenn man denkt, ja, das kommt jetzt von der Kunst. Also kommt auch das Herz zum Zuge. Und das ist richtig so, das ist eine richtige Einschätzung. Ich glaube, es geht wirklich um die Herzfragen, die wir endlich ernst nehmen müssen. Herzfragen, als Beispiel zum Beispiel, ist eine Herzgeschichte, die, mein Titel, die Geldfrage als Schlüsselfrage der Demokratie. Das ist eine These. Eigentlich bräuchte ich den Vortrag gar nicht zu halten. Warum? Weil man eigentlich weiß, dass die Geldfrage die Schlüsselfrage der Demokratie ist. Das weiß jeder von uns. Nur die meisten von uns machen es nicht wirklich bewusst. Das heißt, das Herz weiß, dass die Geldfrage im Grunde genommen die Frage ist, die alles andere bestimmt.
dass mit dem Geld alles gerichtet wird. Geld regiert die Welt, wie es immer so schön heißt, wie der Volksmund sagt. Aber die Wahrheit ist die, dass wir uns keine Rechenschaft geben über das Wesen des Geldes. Aber dass wir innerlich genau wissen, dass das Geld die Schlüsselfrage der Demokratie ist. Denn wenn die Geldfrage nicht gelöst wird, können wir noch so fleißig überall abstimmen und demokratisch sein. Wir werden immer wieder neu erfahren, dass die Geldregelungen die demokratischen Beschlüsse unterspülen. Dass sie immer wieder aus Neuem unterspülen, weil wir uns keine Rechenschaft über das Wesen des Geldes geben. Und es ist meines Erachtens jetzt an der Zeit, das endlich zu tun. Also zum Beispiel mal zu begreifen, dass das Geld dem Wesen nach gar kein Wirtschaftswert ist, sondern ein Rechtsregulator für die Wirtschaftswerte. Also dass mit dem Rechtsbegriff, der sich mit dem Geld verbindet, eine Perspektive geöffnet wird für uns alle, uns mit dem Geld mal nochmal ganz anders zu befassen, als wir es gewöhnt sind. Denn wir sind gewöhnt, das Geld als Wirtschaftswert zu fassen, zu denken. Als Wirtschaftswert, und zwar abhängig von den Bestimmungen, die aus der Wirtschaft hervorgehen. Und das ist ein Irrtum, ein Missverständnis. Das Geld ist eben gar kein Wirtschaftswert, sondern das Geld regelt die Ströme der Wirtschaftswerte. Das Geld regelt die. Jetzt muss man natürlich fragen, was überhaupt ein Wirtschaftswert ist. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Es gibt im Grunde genommen nur zwei Wirtschaftswerte. Der erste Wirtschaftswert ist die Fähigkeit, die der Mensch aufbringt und in die Arbeit investiert, aus der dann was entsteht, arbeitsteilig heute. Das ist der Wirtschaftswert Nummer eins. Und der zweite Wirtschaftswert ist schließlich das, was aus den Fähigkeiten dann als Produkt hervorgebracht wird. Das ist eigentlich der Kreislauf der Wirtschaftswerte, die dann zusammen überhaupt erst das Ganze bilden. Aber Sie merken schon, man müsste jetzt noch tiefer in diese Frage eintreten. Man müsste den Begriff des Geldes, den Begriff der Wirtschaft tiefer bestimmen. Das ist eine Arbeit, um die kommen wir nicht herum, weil wir sonst uns ständig selber etwas vormachen in Bezug auf das Geld, was es dem Wesen nach sei. Ich schraube nochmal zurück. Es ist eben angesprochen worden von Susanne Wies die Frage nach der Arbeit. Und in der Tat ist die Frage nach dem Arbeitsbegriff jetzt eine zentrale Frage. Und sie wird begleitet von dem Begriff, wie wollen wir leben, hast du gesagt. Man könnte genauso gut fragen, warum wollen wir überhaupt leben? Was ist eigentlich der Sinn, warum wir überhaupt hier sind? Was ist eigentlich unsere Bestimmung? Das ist eine Frage, die legt man leicht beiseite. Sie wird als Sonntagsfrage abgetan, aber ich behaupte, dass wir jetzt in einem Stadium drin sind, wo gerade die Sinnfrage, warum wir überhaupt etwas tun, immer dramatischer wird, weil uns ständig von der Arbeit her etwas zugemutet wird, was wir gar nicht wollen. Das heißt, wir sind alle beteiligt an einem arbeitsteiligen Arbeitsvorgang, der im Großen und Ganzen immer mehr ruinös wird. Der nämlich nicht nur die Umwelt und die Natur zerstört durch die Bedingungen, die da sind, sondern der uns nach und nach auch selber zerstört. Der unsere eigene Seele zerstört, und zwar, weil in diesem Arbeitsbegriff das Entscheidende fehlt, nämlich das Entscheidende ist eigentlich der Freiheitsbegriff. Das heißt, nur durch unsere Freiheit sind wir auch in der Lage, den Begriff der Arbeit zu bestimmen, dafür zu sorgen, dass wir selber Verantwortung übernehmen für das, was wir tun, und das können wir nur dann, wenn wir Arbeitsbedingungen schaffen, die unter dem Gesichtspunkt der Freiheit möglich sind, also Gesichtspunkte der Selbstverwaltung. Ein ganz typisches Beispiel unserer Schulen, Hochschulen und unserer ganzen Bildungssektor, in dem ja noch nicht mal die Lehrer bestimmen können, was sie machen, sondern in denen ihnen ständig von oben aufoktroyiert wird, was sie zu tun haben, um die Schüler unter Druck zu setzen. Und das heißt, alles, was es kommt überhaupt gar keine Freiheit mehr zum Zuge und damit auch im Grunde genommen keine Verantwortung.
Mit anderen Worten, was wir brauchen, sind ganz neue Bedingungen für die Arbeit, Rechtsbedingungen. Und für diese Rechtsbedingungen ist eben die Demokratiefrage zuständig. Nicht die Sachen gehören zusammen. Das heißt, wenn wir neue Arbeitsbedingungen haben wollen, müssen wir begreifen, dass wir dafür Bedingungen der Selbstverwaltung erarbeiten, die dann zu Rechtsgrundlagen werden, aufgrund derer wir dann wirklich frei arbeiten können. Und dazu gehört die Einkommensfrage natürlich mit dazu. Aber nicht nur die Einkommensfrage, sondern vor allen Dingen auch die Kreditfrage. Nicht nach welchen Gesichtspunkten werden zum Beispiel Unternehmungen der Wirtschaft, aber auch der Schulen und Hochschulen, nach welchen Gesichtspunkten werden sie kreditiert? Das heißt, wo fließen die Gelder hin, die notwendig sind, damit Arbeit überhaupt zustande kommt? Denn die Menschen, die arbeiten wollen, müssen natürlich ein Einkommen haben, damit sie es können. Das heißt, das Einkommen ist ja das Gegenteil vom Lohn. Nicht das Einkommen ist eine Bedingung dafür, dass ich überhaupt arbeiten kann. Also diese Zusammenhänge zu denken, und damit bin ich jetzt beim eigentlichen Thema angelangt, nämlich beim Thema des Kunstbegriffs. Denn Sie merken, die Aufgabe, die wir haben und die wir gemeinsam lösen müssen, ist, dass wir Zusammenhänge bestimmen zwischen den Begriffen. Dass wir jetzt fragen, was hat das Geld mit der Arbeit zu tun? Was hat die Arbeit mit der Bildung zu tun? Was hat die Bildung mit der Kreativität zu tun? Also, dass wir dabei sind, innere Denkformen zu entwickeln, denn diese Denkformen, die wir nur selber entwickeln können im Denken, sind diejenigen, die dann nach und nach auch realisiert werden können, indem sie in die Diskussion kommen, in die Kommunikation, das heißt in das, was dann irgendwann auch mal eine Rechtsform werden soll. Das sind Dinge, die müssen wir uns ganz bewusst vornehmen. Und die Demokratiefrage ist ja eigentlich etwas ganz Geheimnisvolles, nämlich, wenn wir, die Idee ist ja die, wenn ich sagte, die Bestimmung des Menschen, warum kommen wir auf die Erde, dann wäre meine Antwort, die Bestimmung des Menschen auf der Erde ist eigentlich, sein Freiheitsvermögen zu vergrößern. Das heißt, das Freiheitswesen zu vergrößern, die Möglichkeit unserer Freiheitsbestimmung zu vergrößern, überhaupt zu wissen, was die Freiheit bedeutet. Denn die Freiheitsbegriffe, über die wir im Moment verfügen, die sind doch kümmerlich. Das sind doch Schrumpfbegriffe. Das ist gerade mal die Konsumfreiheit. Ja, toll. Wir dürfen kaufen, was wir wollen. Ja, nein, also ich will das nicht wegreden. Das ist natürlich wichtig. Aber wenn wir uns einbilden, das sei unsere Freiheit, dann sind wir auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Die zweite Freiheit, die uns bekannt ist, ist die Meinungsfreiheit. Auch wichtig. Die soll auch hier nicht weggeredet werden. Aber bei der Meinungsfreiheit kann es ja nicht bleiben. Denn es muss ja aus der Meinungsfreiheit auch eine wirkliche Wahrheitsfrage entstehen. Sind wir in der Lage, aufgrund der Freiheit wirkliche Ziele zu bestimmen, die wir wollen? Oder sind wir zufrieden, dass wir jeder unsere Meinung sagen dürfen? Nein, wir wollen über die Meinung hinaus in eine Gestaltungstätigkeit. Merken Sie, dass ich schon über die Kunst rede? Wir wollen Künstler werden. Wir wollen unsere Arbeit aus der freien Selbstbestimmung in die Gestaltung bringen. Aber nicht etwa Selbstbestimmung in dem Sinne, ich will das, was ich jetzt meine. Nein, der Freiheitsbegriff ist viel größer. Der wirkliche Freiheitsbegriff entsteht erst da, wo ich die Fähigkeit erlange, aus den Sachen herauszuhören, was sie sein wollen. Das heißt, ich muss die Welt befragen, was sie sein will, welche Form sie haben will. Dafür muss ich ein Empfangsorgan öffnen, dafür muss ich ein Herzorgan entwickeln. Ich muss wissen, was die Welt eigentlich will. Und erst das, wenn ich das erfahren habe, kann ich dann auch meine Maßnahmen ergreifen. Und dann gibt es eben außer dem Begriff der Selbstbestimmung und dem polaren Begriff der Fremdbestimmung, der immer mehr der Vorherrschende wird, noch einen dritten Begriff. Und dieser dritte Begriff ist die Sachbestimmung. Und die Sachbestimmung, das heißt einen Sinn für die Notwendigkeit der Sachen zu entwickeln, diesen Sinn kann ich nur in Freiheit entwickeln.
Dieser Sinn kann mir nicht fremdbestimmt aufgezwungen werden. Und wenn ich diesen Zusammenhang erstmal begriffen habe, dann sind wir meines Erachtens an der Basisarbeit und können dann zum Beispiel sagen, die dreistufige Volksabstimmung, die ja wirklich sinnvollerweise drei Stufen hat, nämlich die erste Stufe ist ja die Initiative. Und die Initiative ist eine Möglichkeit, die von jedem Einzelnen ausgeht. Da ist jeder von uns in der Lage, Initiative zu ergreifen. Und Initiative bedeutet aber nicht nur, ich will jetzt was machen, sondern Initiative bedeutet eben, ich muss mir jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, mal fragen, sind die überhaupt an meiner Initiative interessiert? Und so ergeben sich dann Interessenzusammenhänge, eine Kommunikation wird entstehen. Und das wäre der erste wichtige Schritt. Und im Grunde genommen ist er bereits schon die Grundbeschreibung einer zukünftigen Schule. Also wenn wir genau hingucken, werden wir feststellen, dass die Volksinitiative bereits schon ein Modell für ein zukünftiges Schulwesen ist, wo die Menschen miteinander kommunizieren, wo Selbstverwaltungsmodelle entstehen, in denen wir unsere Urteile bilden können und nicht einfach nur auf unserer Meinung beharren. Also der Freiheitsbegriff muss weiterentwickelt werden. Durch unsere gemeinsame Kommunikation, dadurch, dass wir jeden anderen ernst nehmen in seinem Punkt, den er dazu beitragen kann. Und siehe da, daraus entsteht allmählich wachsend etwas Größeres. Und dieses Größere ist ein höherer Freiheitsbegriff. Dieser höhere Freiheitsbegriff bleibt eben nicht nur bei mir stecken im Sinne meines egoistischen Freiheitsbegriffes. Der Konsumfreiheit, es geht um Konsumieren, bedeutet ja Egoismus. Das ist ja keine Wertung, ist ja keine Moral. Ich kann nur das konsumieren, wenn ich konsumiere, kannst du das nicht konsumieren, was ich jetzt konsumiere. Also Egoismus. Über diesen Freiheitspunkt müssen wir hinauskommen. Der ist wichtig. Er muss aber weiterentwickelt werden in einen Freiheitsbegriff, der nun auch mit der Arbeit sich verbindet. Und genau der muss jetzt erarbeitet werden. Bedingungen, die wir im Denken entwickeln müssen, dass die Arbeit befreit wird. Denn erst die befreite Arbeit ist die menschenwürdige Arbeit und ist überhaupt erst die Arbeit, die an den Kreativitätspunkt der Sache herankommt. Und damit sind wir bei der Energiefrage. Oder glauben Sie im Ernst, dass wir die Energiefrage nur über die Öl- und solche Umweltfragen lösen können? Die Hauptenergiefrage ist der Mensch selber. Wenn er seine eigene Energie, also seine eigene Kreativität, die er übrigens mit auf die Welt bringt, sonst würde er gar nicht geboren. Eine Geburt ohne Kreativität ist vollkommener Blödsinn. Stellen Sie sich mal vor, was das bedeutet. Sie werden sich noch erinnern, durch den Mutterleib hindurch zu müssen, nach außen zu kommen. Was das für kreative Wuchten sind. Ja, lass uns doch mal diese Dinge mit ins Spiel bringen. Moment. Es ist lange her und wir haben es auch vergessen. Und es ist auch gut so, dass wir es vergessen haben. Denn wenn wir es nicht vergessen hätten, dann hätten wir uns ja schon dran gewöhnt. Nicht? Dann hätten wir uns ja schon dran gewöhnt. Wir müssen es neu ergründen. Wir müssen die Kreativitätsfrage ganz neu bestimmen. Und wir müssen sie in Zusammenhang denken, zum Beispiel mit der Energiefrage und feststellen, dass ein Großteil unseres sogenannten Energieverbrauchs zustande kommt durch Energielosigkeit. Nämlich unsere eigene. Dass wir nicht wirklich im Saft unserer Freiheit anfangen zu arbeiten. Und damit meine ich jetzt noch keine künstlerischen Großtaten, sondern damit meine ich klitzekleine Schritte, an denen der Mensch zum Beispiel krabbelnderweise begreifen kann, oh, ich kann mich ja bewegen. Und plötzlich krabbelnderweise fängt er an, sich zu erheben. Das heißt, er fängt an zu greifen. Krabbelnderweise, dieses Wesen in uns möchte wachsen, damit es ein vollständiger Mensch wird. Damit also das, was wir jetzt hier schon sind, innerlich nun auch werden. Damit diese ganze Kreativität zum Zuge kommt, sie ist nämlich die einzige Möglichkeit, wie es weitergeht. Im Übrigen ist sie auch der Sinn unseres Daseins hier auf dieser Welt. Denn warum sind wir hier auf dieser Welt? Ganz einfach, damit wir unsere Freiheit wirklich mal unter Beweis stellen können. Denn das Freiheitswesen, das im Himmel, sage ich jetzt mal als Bild, frei ist, ist offenbar nicht damit zufrieden, im Himmel zu bleiben. Es möchte auf die Erde kommen, um sich zu behaupten. Es möchte sich selber beweisen, ob es gegen die Widerstände
der Materie, ob es das diese Herausforderungen tatsächlich auch meistert. Und dann mal zu sehen, welche Form daraus entsteht. Und die Form, die daraus entsteht, die haben wir die soziale Plastik genannt. Also das ist ein Begriff, der mitten aus der Kunst kommt und der beweist, dass die Arbeit an einem zukünftigen gesellschaftlichen Ganzen der Gesellschaft, dass das erstens mal eine Arbeit ist, die wir alle gemeinsam leisten können und müssen, wo keiner sagen kann, wie in alten Zeiten, ich bin der Künstler und ihr seid mein Material. Wenn der Kunstbegriff gültig sein soll für das gesellschaftliche Ganze, dann nur unter der Bedingung, dass jeder Künstler ist. Dass jeder teilnimmt an dieser Gestaltungsform, die wir bestimmen müssen und die eine menschliche, eine humane, eine schöne Form werden soll, mit der wir uns dann sozusagen, an der wir uns arrangieren müssen. Und ich sage Ihnen eines, diese Form, diese zukünftige Gesellschaftsform ist embryonal in jedem von uns bereits schon wirksam. Denkt einmal doch. Also nochmal, diese zukünftige Form, wenn sie denn überhaupt eine Freiheitsform sein soll, kann ja keine Form sein, die uns aufgestülpt wird. Das wäre ein Widerspruch in uns selber, in sich selber. Nein, diese Form ist in uns selber bereits schon wirksam, aber natürlich noch nicht als fertige Form, sondern in einem embryonalen Zustand, der möchte von uns mal wachgeküsst werden, dieser Zustand in uns selber. Wir selber sind diejenigen, die sich gegenseitig, müssen wir uns sozusagen auf den Punkt hinweisen, auf den es ankommt, nämlich an unsere schöpferische, ursprüngliche Kraft, hier überhaupt auf der Erde zu sein und irgendwann sogar aufzustehen, senkrecht zu stehen, gerade zu stehen, denn das ist eine ungeheure Energieleistung, die ich jetzt gerade vor Ihnen vollbringe. Sie sitzen hier, Sie haben es schöner da, als Sie, wie so Fettecken. Hier auf dem Stuhl. Nicht? Und jetzt kommt zu diesem Fett, zu der Fettecke, die schon ganz schön hart geworden ist, jetzt kommt die Wärme dazu. Damit diese Ecken, diese Sitzecken aufgewärmt werden, in eine Energie gebracht werden, in der wir uns dann tatsächlich merken, dass die direkte Demokratie eigentlich nichts anderes ist als ein künstlerisches Mittel, um zu einer Gestalt zu kommen, arbeitsteilig, an der wir alle teilnehmen, auf der großen Basis der Gleichberechtigung. Nicht das große Ding der Demokratie ist ja nicht einfach nur Mehrheit. Also es wird immer nur von der Quantität geredet. Das Innere, die Qualität der Demokratie ist ja die Idee der Gleichberechtigung. Und das ist eine ganz große Geschichte in der Geschichte der Menschheit. Die Gleichberechtigung ist etwas, das müssen wir überhaupt erst noch realisieren. Dass wir im Anderen, im Gegenüber, in diesem großen unterschiedlichen Menschen, der mir da gegenüber sitzt oder steht, dass ich ihm die Gleichberechtigung erkenne. Stellt euch mal vor, was das für eine Leistung ist. Ich finde, dass ihr mit mir gleichberechtigt seid. Wie ich mich dabei überwinden muss auch. Wie ich damit meine eigene Besonderheit mal zurückstellen muss, um diesen Begriff der Gleichberechtigung wirklich zu realisieren. Und das ist das Wesen, das Herz der Demokratie. Die höhere Form der Freiheit, die ich in mir selber habe, jetzt zu sehen als ein Geschenk der Gleichberechtigung an alle und umgekehrt. Denn daraus entsteht ein Freiheitswesen, das haben wir bisher so noch nie gedacht. Aber dazu wird es jetzt Zeit. Also ich behaupte, wir müssen aus dem Zeitalter der Quantität in die Qualität kommen. Und etwa zum Beispiel die Demokratie anfangen mal so zu denken. Denn solange sie noch von Staatswegen verordnet wird, interessieren sich immer weniger Menschen dafür. Weil es fremdbestimmt ist. Wir interessieren uns gar nicht mehr für die Politik. Merkt ihr das? Es werden immer mehr Menschen, die sagen, hört doch auf mit Politik. Das ist ja eben schon mal angedeutet. Wir interessieren uns da gar nicht mehr dafür. Und zwar warum nicht? Weil wir da keine Möglichkeit sehen, selbst unsere eigenen Impulse und Kreativität als gestalterische Menschen unterzubringen. Und das ist jetzt die große Devise für die Zukunft. Aber wie schnell und impulsiv das gehen kann, sieht man heutzutage im Gezi-Park in Istanbul.
Ja, man sieht es in Istanbul, man hat es in Ägypten gesehen, man hat es überall gesehen, aber eines haben wir auch gesehen, zum Beispiel in Ägypten oder im Orient, wehe, dass wir innerlich nicht vorbereitet sind auf bestimmte erweiterte Formen. Wehe, wir bleiben weiter fixiert auf das, was wir hier schon haben. Nicht, das Schlimme ist ja bei der Freiheitsimpuls, der ja in uns allen wirkt, der braucht ja als nächste Stufe auch die Frage nach der richtigen Form. Das heißt, wir sind mitten in der Kunst. Wir müssen die Formfrage stellen. Wir müssen fragen, wie sieht denn eine zukünftige Gesellschaft denn, wie soll sie denn eigentlich aussehen? Welche Form soll sie haben? Und wenn wir uns darauf nicht vorbereiten, dann werden alle diese Freiheitsimpulse wieder eingesackt durch die alten Herrschaftsmechanismen der Fremdbestimmung, die uns mittlerweile nicht nur zum Hals raushängen, sondern gegen die wir ja auch zunächst mal gar kein echtes Mittel wissen. Nicht, lasst uns gemeinsam an diesem Punkt arbeiten, wo das Fremdbestimmungsprinzip immer mehr abgelöst wird durch die Selbstbestimmung als Bedingung zur Sachbestimmung. Die Selbstbestimmung als Bedingung zur Sachbestimmung, damit wir mal aus diesem bloßen Konsumfeld, dem Privatfeld herauskommen, in das die Freiheit heute abgedrängt worden ist. Denn in dem Arbeitsfeld hat sie keinen Platz mehr. Lasst uns die Notwendigkeit der Freiheit in der Arbeit sehen. Und dann werden wir einen Schritt weiterkommen. Ja, und der Titel heißt die Geldfrage als Schlüsselfrage der Demokratie. Das habe ich ja bereits schon beantwortet, indem ich gesagt habe, das wisst ihr ja sowieso, dass die Geldfrage die Schlüsselfrage der Demokratie ist. Wir machen uns immer leicht was vor. Wir sollten mal unserem Herzen zuhören, denn das Herz sagt uns jawohl, solange die Geldfrage nicht demokratisiert, solange das Geldwesen nicht demokratisiert wird, solange werden wir auch keine Arbeitsbedingungen haben, die man als künstlerisch bezeichnen kann. Also ich könnte jetzt stundenlang so weiterreden, ich tue es aber nicht. Ich wollte nur mal hinweisen auf einen Kunstbegriff, in dem die Arbeit für direkte Demokratie eingebunden ist, in dem nämlich die Demokratie das erste Element ist, was man aus der zukünftigen sozialen Plastik, was da schon drin ist, und man kann sagen, wir holen es aus der zukünftigen Plastik heraus, dahin, wo wir jetzt stehen, und siehe da, es wird aus der Demokratie, die für uns gar keine Frage ist, wenn wir sie mittlerweile als notwendig erkannt haben, es wird aus der Demokratie die direkte Demokratie, nämlich die, die direkt in mir begründet ist. Die einmal direkt in mir begründet ist, die zum anderen aber auch direkte Gestaltungsziele angeben kann, also die die Stimme, die innere Stimme nicht abgibt, sondern selber in die Hand nimmt, um daraus zu gestalten. Nicht insofern ist das Instrument der direkten Demokratie bereits schon ein zukünftiges Wesen, weil es Bestandteil einer zukünftigen Gesellschaftsform ist, die wir jetzt schon in der Hand haben, um dann sozusagen über diesen Weg mit dem Omnibus, der ja heißt, mit uns allen zusammen, dahin zu fahren, wo wir hin wollen, unterwegs zu klären, wo wollen wir eigentlich hin. Ja, also ich habe jetzt mal versucht, Ihnen zu beschreiben, wo ich hin will, und möchte sofort dazu sagen, dass ich das natürlich nicht alleine kann. Allerdings, ich selber bin schon wichtig dabei. Und das möge sich jeder von euch sagen, wie wichtig er eigentlich ist. Aber wichtig in einem neuen Sinne, nämlich wichtig in der Fähigkeit, die Herzbegriffe etwas ernster zu nehmen und vor allen Dingen vom Herzen aus dem Kopf mal zu sagen, hör mal, du Schlauberger, hör mal ein bisschen mehr hier auf mich. Und lass dich nicht dauernd irritieren und faszinieren vom System, das dich nämlich nur noch fremdbestimmt und der deine eigentliche Leistung nur die ist, dass du möglichst schön in dem System funktionierst. Du hast du wohl nicht mehr all, sagt das Herz. Denn dieses Herz ist mein Ich. Nicht? Und lass uns dieses Ich jetzt tatsächlich mal in einer höheren Form realisieren. Ja, so ähnlich wollte ich das eigentlich gesagt haben. Ja, so ähnlich wollte ich das.